Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ich hatte zuletzt zwei YouTube Shorts veröffentlicht, in denen ich jeweils von Köln nach Konstanz gefahren bin und einfach mal geschaut habe, was das kostet, am Supercharger zu laden und wie viel mich so eine Strecke kostet. Und eins dieser Videos ist sogar geklaut worden, auf TikTok hochgestellt worden und hatte dort einen viralen Erfolg, weil sich alle so gefreut haben, dass es so teuer ist, mit einem E-Auto zu fahren. Ich fahre heute mal umgekehrt von Konstanz nach Köln und möchte die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen ein paar Gedanken dazu zu erzählen, was das eigentlich auf sich hat mit diesem Vergleich zwischen E-Autos und Verbrennern. Auf der ersten Fahrt bin ich alleine relativ flott unterwegs gewesen, hatte einen Verbrauch von ungefähr 18 Kilowattstunden auf 100. Auf der zweiten Fahrt ist der Oskar gefahren und da war es ziemlich spät nachts und wir wollten nach Hause und da hat er am Schluss so richtig Gas gegeben und ich glaube, wir sind bei 21 oder 22 Kilowattstunden auf 100 gelandet. Heute habe ich mir einfach mal gesagt, ich fahre mal nicht schneller als 140 und immer so schnell wie es geht. Bis jetzt bin ich bei ungefähr 16 Kilowattstunden auf 100. Also das ist vielleicht mal das Erste. Es kommt einfach darauf an, wie man fährt. Das zweite Thema ist, ist das jetzt repräsentativ für eine Fahrt mit dem Elektroauto? In meinem Fall natürlich überhaupt nicht. Denn wenn ich auf der Autobahn fahre, dann lade ich am teuersten überhaupt. Supercharger stellen eine sehr hohe Energie in kurzer Zeit zur Verfügung und deswegen ist dort der Strompreis praktisch am allerhöchsten. Zu Hause habe ich meine PV-Anlage, da kann ich den Strom zu den Opportunitätskosten von, sagen wir mal, 9 Cent pro Kilowattstunde einladen und schön über den Tag verteilt, ich sag mal ab März, April auf jeden Fall, den Verbrauch, den ich zu Hause habe für den Stadtverkehr oder für den Regionalverkehr, von der PV-Anlage einladen. Da bin ich natürlich wesentlich günstiger, als ich mit dem Verbrenner jemals sein könnte, weil eine PV-Anlage aufs Dach kriegt man hin, die Ölquelle im Garten wird schwierig. Deswegen habe ich heute auch mal die Rechnung ganz anders gemacht. Ich habe erstmal mein Auto schön vollgeladen auf 90% über die letzten zwei Tage mit meinem PV-Strom. So, und jetzt fahre ich mal los und jetzt mache ich auch mal für die Verbrennerfahrer zum Vergnügen nur eine einzige Ladepause, muss jetzt auch gleich schon wieder los, weil die ist nach 20 Minuten auch rum. Da komme ich also mit Eimerladen gut nach Köln und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ein paar mehr Gedanken jetzt gleich auf der Fahrt. Ja, das Entscheidende ist natürlich der Strompreis. Da haben wir hier in Deutschland eine ganz besondere Politik. Wir sind in Deutschland auf Platz 2 weltweit, was den Strompreis betrifft. Wir haben im Moment einen durchschnittlichen Preis von 46 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland. Im Vergleich dazu in Frankreich ist es 19 Cent. Das heißt, es ist weniger als die Hälfte in Frankreich kostet der Strom als bei uns. Wenn man eine Mobilitätswende will und will, dass alle Leute mit Elektroautos fahren, warum das sinnvoll ist, erkläre ich später noch, macht es natürlich wenig Sinn, wenn man den Strom so teuer macht. Vor allem, wenn gleichzeitig der Spritpreis in Deutschland nicht entsprechend hoch ist. Also er ist schon auch hoch, im obersten Siebtel auf der Welt ist der Dieselpreis. Aber zum Beispiel verglichen mit Frankreich, da ist der Diesel sogar teurer. Das heißt, wir haben hier im Moment einen relativ günstigen Dieselpreis und einen sehr hohen Strompreis. Und da frohlocken natürlich die Verbrennerfahrer. Da muss man die Politik fragen, was denkt ihr euch eigentlich, wenn ihr doch eine Energiewende wollt? Der Strompreis hat sich natürlich vor allem auch stark entwickelt. Als ich dieses Auto hier gekauft habe vor fast 4 Jahren, da waren wir noch bei, glaube ich, 35 Cent pro Kilowattstunde maximal am Supercharger. Inzwischen waren wir sogar mal bei 70 Cent, also doppelt so viel. Das war, glaube ich, gerade als ich das erste Video gemacht hatte. Und jetzt sind wir wieder günstiger, ich glaube so um die 54 Cent pro Kilowattstunde. Wobei man ja auch noch sagen muss, wenn man nachts zwischen 22 und 6 Uhr lädt, was ich selten tue, dann ist es nochmal 15 Cent ungefähr günstiger. Also natürlich hängt die Wirtschaftlichkeit von so einem E-Auto von der eigenen Fahrweise ab, von den Verbrauchswerten des Fahrzeugs, aber natürlich auch vom Strompreis. Und wenn da, wie in den letzten 4 Jahren, sich plötzlich der Strompreis verdoppelt, ja gut, das ist natürlich dann ungünstig und natürlich nicht unbedingt ein Pro-Argument für die Energie- und Mobilitätswende. Jetzt noch ein Wort dazu, warum Elektroautos unbedingt die Zukunft sind. Rein physikalisch betrachtet ist es so, dass 1 Liter Diesel einen Brennwert von 9,5 Kilowattstunden hat.
Die Vorkette, um diesen Liter Diesel überhaupt in den Tank zu bringen, gibt das Umweltbundesamt nochmal mit 2,5 Kilowattstunden an. Ich glaube, davon ist 1,5 Kilowattstunden tatsächlich der Strom, der nur verbraucht wird, um einen Liter Diesel zu erzeugen und zur Tankstelle zu bringen. Also insgesamt ein Liter Diesel kostet sozusagen die Welt 12 Kilowattstunden Energie. So, wenn wir jetzt also den stolzen Dieselfahrer mit seinem 4-Liter-Auto haben und der das tatsächlich schafft, mit 4 Liter auf 100 Kilometer sich fortzubewegen, dann verbraucht er damit einfach mal schlappe 48 Kilowattstunden auf 100. Und das ist nun, je nachdem, wie man es rechnet und wie schnell ich fahre, das Doppelte bis Dreifache von dem, was ich energetisch benötige. Das heißt, es macht wirklich großen Sinn, auf Elektromobilität umzustellen, mal ganz abgesehen davon, dass ich nur ein Zehntel der Teile in meinem Auto habe von einem Verbrenner und entsprechend natürlich auch weniger kaputt gehen kann. Das Problem ist also eigentlich, dass wir energetisch völlig Unsinn machen und einfach verpulvern die Energie mit den Verbrennermotoren, dass das aber vom Preis her noch nicht hinkommt. Das heißt, letztendlich privat betrachtet, wir verpulvern unser Oma ihr klein Häuschen und fühlen uns damit reich. Dabei ist es einfach nur das Guthaben der Vergangenheit, was gerade verpulvert wird, denn auch natürlich Erdöl ist ja nur Sonnenenergie. Sonnenenergie, die über Pflanzen zu Biomasse geworden ist und dann über Jahrmillionen zu Erdöl. Und diese Ersparnisse sozusagen unserer Vorväter und Vormütter werden jetzt verpulvert und das zu günstigen Preisen und da fühlen sich dann alle ganz toll. Aber das ist natürlich Quatsch. Also rein physikalisch ist es einfach unschlagbar, mit Elektromobilität zu fahren. Und jetzt muss man halt schauen, dass das Ganze wirtschaftlich hinterherkommt und das ist eine Frage der Politik in allererster Linie. Nun haben wir ja den CO2-Preis, der schon leicht dafür sorgt, dass Diesel und Benzin allmählich in einen Preisbereich kommt, der wenigstens etwas angemessener ist. Wegen Corona wurde das erstmal nochmal ausgesetzt. Aber in den kommenden 2, 3, 5, 7 Jahren wird natürlich Benzin und Diesel teurer werden. Es wird ungefähr 30 Cent teurer werden innerhalb der nächsten 7 Jahre, also bis 2030. Und natürlich wird das dann auch schon mal wieder was verändern. Ich hoffe ja, dass ich mit meinem Auto in 7 Jahren auch noch fahre. Gleichzeitig soll natürlich der Strommix immer mehr erneuerbare Energie enthalten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Strom eigentlich günstiger werden muss. Das heißt, mittelfristig müsste sich auf jeden Fall das Verhältnis zwischen Verbrennern und E-Autos weiter verbessern. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Das war noch eine längere Nacht gestern. Ich habe erst jemanden getroffen in Köln zum Essen, bin dann weitergefahren, habe beim Oscar was abgegeben und hatte dann noch mal 1,5 Stunden, bis ich hier in Kamp Lindfort gelandet bin. Ich habe zwischendurch in Hilden am Supercharger geladen. Ich wollte ja wieder auf die 90% kommen, damit ich meine Abrechnung abschließen kann. Aber ehrlich gesagt ging mir das dann zu langsam und deswegen bin ich bis Kamp Lindfort gefahren und habe eine weitere Variante noch mit einbezogen fürs Laden. Ich habe mich hier einfach beim normalen Straßenlader geladen heute Nacht, ganz gemütlich. Ist wahrscheinlich jetzt nicht das günstigste, werden wir gleich sehen. Wir sind jetzt wieder auf 90%, mit 90% losgefahren, mit 90% angekommen. So, und jetzt können wir mal Bilanz ziehen. Also meine Fahrt hat insgesamt 708 Kilometer gedauert. Und ich habe jetzt, um wieder auf 90% zu kommen, dreimal geladen. Und zwar zum ersten Mal nach 305 Kilometer habe ich 45,5 Kilowattstunden eingeladen und dafür 24 Euro bezahlt. Dann zum zweiten Mal nach 333 weiteren Kilometern in Hilden habe ich 35,5 Kilowattstunden für 17,20 Euro bezahlt. Das war der Nachttarif am Tesla Supercharger in Hilden. Und dann bin ich nochmal 70 Kilometer gefahren hier nach Kamp Lindfort. Dazu muss man sagen, ich habe da einen ganz normalen, sauteuer Tarif, weil ich mich bisher damit noch nicht beschäftigt hatte, weil ich einfach immer zu Hause lade oder am Supercharger.
Das heißt, ich habe jetzt richtig toll geladen heute Nacht. Super spannend für uns, weil wir können nämlich jetzt sehen, was passiert eigentlich mit diesem Schnitt in drei Szenarien. Szenario 1. Ich hätte heute Nacht den Camp Blindford einfach weitergeladen bis 90%, ganz normal zum Nachttarif des Superchargers. Dann hätte ich für diese letzten 37 Kilowattstunden 17,90 Euro bezahlt, wäre für die ganze Fahrt auf 59 Euro gekommen und damit auf einen Schnitt von 8,35 Euro auf 100 Kilometern. Oder ich habe jetzt hier geladen bei Maingau, was doppelt so teuer ist. Das heißt, ich habe jetzt für diese 37 Kilowattstunden 33,78 Euro gezahlt, komme damit insgesamt auf 75 Euro für diese gesamte Fahrt und lande damit wieder bei 10,60 Euro auf 100 Kilometern. Und das dritte Szenario, ich wäre jetzt mit meiner Fahrt nicht in Camp Blindford, sondern ich wäre wieder nach Hause gefahren und wäre zu Hause und hätte dort am nächsten Tag oder an den folgenden Tagen mein Auto wieder gemütlich mit Solarstrom aufgeladen. Dann hätte ich für diese 37 Kilowattstunden nur 3,15 Euro bezahlt, wäre auf 44,35 Euro gekommen und damit insgesamt auf einen Schnitt von 6,26 Euro auf 100 Kilometern. Ihr seht also, es hängt ganz entscheidend vom Fahrverhalten ab, wie viel man verbraucht, und vom Ladeverhalten und der Art des Stroms, die man lädt, was es kostet. Wie auch immer, wir kommen damit ungefähr auch heute schon in den Bereich der Vergleichbarkeit zum Verbrenner, auf jeden Fall. Mit dem Solarstrom kann ich sogar günstiger sein, zu Hause auf jeden Fall, wenn ich in der Stadt oder regional unterwegs bin. Und die CO2-Bepreisung wird über die nächsten Jahre dafür sorgen, dass der Strompreis sinkt und dass der Dieselpreis steigt und damit weiterhin zugunsten der Elektromobilität spielen. Energetisch betrachtet ist es ohnehin sicherlich das Sinnvollste, sich mit Strom fortzubewegen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir unbedingt ein Like, kommentiert gerne unten, was ihr davon haltet. Ihr habt bestimmt Anmerkungen dazu und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.